Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Heute gibt es wieder eine neue Folge mit dem Muttibären mit Protoss gegen Bussibärchen. Wir kämpfen gegen einen Bären. So, lecker. Genau. Wir kämpfen gegen Terranerbär. Da bin ich mal gespannt. Gegen Terraner machen wir nicht dicht. Das ist jedenfalls wichtig. So, das ist die Map, alles klar. Fusibärchen gegen Muttibärchen, alles klar. So, gegen Terraner. Ist wichtig, auf jeden Fall eine Robo zu haben und am besten Kolosse. Deswegen werden wir werden spätexen. Also, was heißt spätexen? Wir werden erst den Kern bauen, bevor wir exen. Jetzt nehmen wir erstmal Gas. Ganz wichtig. Reingucken bei ihm. Na, Standard. Die Eier. Im Doppelgas. Ne, einfach ein Gas. Gut. Dann könnte ein Reball in werden. So, okay. Das zweite Gas. Pylone. Ne, keine Pylone. Erstmal die Chor, dann die Pylone. Pylone können wir unten hinsetzen. Und dann nehmen wir die Echse. 22. Okay, er wollte selbst exen. Hier mal ein bisschen Keks. Gut, jetzt brauche ich die Minereien. Von Adepten. Um nicht auf die Keks zu gehen. Falls er uns auf Keks gehen möchte. Oh, Reaper. Brauchen wir auf jeden Fall den Adepten dann den Stalker. So schnell wie möglich. Wir wollen dann gleich eine Robo. Sobald wir können. Reaper kommt auf jeden Fall hier. Definitiv. Könnte aber unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Tja, der ist weg. Die Templer rücken vor. Die Templer rücken vor. So, dann bekommst du ihn runter. Die Schlacht. So, wir brauchen auf jeden Fall ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Die Dinger. Nee. Warum ist das mit drin? So. Was wünscht so, wir gucken nochmal runter, ob er jetzt nur noch die Echse gesetzt hat oder nicht. Weil das wissen wir nicht. Nicht, dass er uns gleich hier mit ordentlichen Schwung überrennt. Wir nehmen auf jeden Fall Bersen. Das Bersen-Upgrade mit. Ich bin hier in den Schatten. Oh, das kriegen wir doch. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Unsterbliche. Und jede Menge Gates. Auf uns zu. Hier sind ich bin die Stimme. Was ist ein Reaper? Erneut dienen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Was ist?
ist euer Begehr. Den Reaper irgendwo? Der kann doch gerade über die Map gelaufen, verdammte Scheiße. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Also ich finde Stalker mittlerweile machen echt verdammt wenig Schaden. Ich muss die Wut erstmal hier dicht, ey. Flieger? Okay. Ich bin hier in den Schatten. Wozu die Flieger? Verstehe ich nicht. Das wird ein ordentlicher Push. Mein Leben für Ajur. Da will er auf jeden Fall One-Base all-in machen. Hey, Two-Base all-in, Entschuldigung. Das ist echt. Aber so viel ist es wieder auch nicht. Aber das. Oh, viel mehr Unsterbliche. Viel, viel mehr. Das ist schön, dass man das sieht. Er merkt das gar nicht, dass ich da bei ihm reinschaue, aber egal. Wir machen Two-Base All-In. Also wir sammeln noch ein paar Unsterbliche und dann machen wir mal ein bisschen drauf. Immer schön die Map im Auge behalten. Was hatten eigentlich Upgrades? Noch gar keiner, sehr gut. Jetzt hat er es gesehen. Das ist auf jeden Fall die 1. Das ist auch die 1. Mein Leben für Ajur. So, wenn Blink durch ist, machen wir mal einen Go. Wir warten noch einen kurzen Moment. Okay, wir warten nicht einen Moment. Wir gehen zurück. Gut, haben wir gut abgewehrt. Haben zwar unsere Unsterblichen verloren, aber okay. Erleuchtet, Minasar, die Templar. Ihr habt nicht Mineralienfeld. Mein Leben für Ajur. Das war auf jeden Fall sehr teuer für ihn. Aber wir brauchen langsam eine Exe. Wichtig. Das war so klar. Shit. Was machen die denn?
so nervig, Terraner. Auf jeden Fall was verloren. Ordentlich. Ja, kommt natürlich genau pünktlich. Shit, will mir das echt noch? Oh, ich hasse Terraner. Oh, warum kriegen die das so einfach hin? Ich hasse das. Ich hasse Terraner. Ohne Scheiß. Also... Die Verschmelzung ist abgeschlossen.
improvisieren. Und so easy kann man wieder rausgehen als Terraner, ey. Ja, haben wir auf jeden Fall verloren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Assar die Templari. Erklärt euch. Naja, GG. Ich muss ehrlich sagen, Marauder sind immer noch viel zu hart geworden. Aber das sage ich. Alles ist zu hart bei Terraner. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich möchte jetzt nicht in das Replay schauen. Ich habe keine Lust darauf, deswegen sage ich bis dahin. Tschüss. Tschü. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.